Einige Geschwister waren leider Gottes nach gestern durch aus Gründen der Vorsehung behindert, hier zu sein. Ich möchte ganz kurz, damit wir den Anschluss haben, zusammenfassen, was gestern in den drei vorigen Vorträgen schon ausgelegt wurde. Wir haben einen ersten Vortrag von Peter über die himmlische Ortsbestimmung etwas gehört, von, auch über die, das himmlische Verständnis. Im zweiten und dann auch im dritten Vortrag zur himmlischen Herrlichkeit schon eine ganze Menge aus der Schrift ausgelegt und ausgebreitet zu diesem Thema, wie wird es im Himmel sein, worauf freuen wir uns, was hat Christus wirklich für uns erreicht. Und soweit wir diese Vorträge gehört haben, sind wir nun in dem Glauben gefestigt, dass unser Sterben auf dieser Erde nur ein Hingehen ist zu unserem Erlöser, dem Herrn Jesus Christus. Wir werden direkt beim Herrn sein. Unser Leib wird zurückkehren zu dieser Erde, aber unser Geist geht hin zu Gott. Und alle, die an den Herrn Jesus Christus glauben, werden so beim Herrn sein. Die anderen werden auch jetzt schon dann nach ihrem Tod in ihrem Geist ewige Strafe, ja, Strafe erleiden für ihre Sünde. Aber dann gibt es einen letzten Tag, von dem wir gerade gesungen haben, in dem Lied, es gibt einen letzten Tag, an dem der Herr Jesus wiederkommt. Über den haben wir auch viel gesprochen gestern, wo der Herr Jesus wiederkommt, um alle Dinge wiederherzustellen. Angefangen bei uns Menschen, dass alle leiblich auferstehen werden, die einen zur ewigen Herrlichkeit und die anderen zum ewigen Verderben. Und dann wird Gott uns einen vollkommenen Auferstehungsleib geben, der vereint mit unserem Geist, mit unserer Seele in Ewigkeit mit dem Herrn ungetrübte Gemeinschaft haben wird. Sodass wir unterschieden haben zwischen dem Himmel, wie er jetzt ist, zu dieser Zeit, wo unsere Seele in einem Zwischenzustand sein wird, bis zu dem Tag, wo unsere Seele vereint wird mit diesem neuen Leib, den der Herr bereiten wird. Aber nicht nur unseren Leib wird der Herr neu bereiten, sondern der Herr kommt wieder zur Wiederherstellung aller Dinge. Eine neue Erde, ein neuer Himmel, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Das heißt, ein ganz neuer Kosmos, denn all das ist beeinflusst von unserem Fall in Adam. All das ist durch die Sünde zerstört und gezeichnet durch den Tod, wie wir es jetzt noch an den Herbstblättern sehen. Tod springt uns bei jedem Blick in die Natur oder auf uns selbst in die Augen. Von Anfang an als Menschen gehen wir schon dahin, dass unser Leib einmal sterben muss. Aber Christus kommt wieder zur Erneuerung dieser Welt. Und dann wird dieses Erlösungswerk Jesu Christi in seinem ganzen Ausmaß vollkommen verwirklicht. Nicht nur an uns als Menschen, sondern in einer neuen Erde, einem neuen Himmel. Dort wird der Himmel herabkommen auf die Erde. Dort wird der Herr als Mensch in unserer Mitte weilen, in seiner menschlichen Gestalt, der Gott-Mensch Jesus Christus, und er wird immer noch der Weg zum Vater sein. Er wird immer noch unser Mittler sein, der Mensch Jesus Christus. Er wird immer noch, wie es in Offenbarung 21 heißt, unsere Lampe sein, das heißt die Quelle aller Gotteserkenntnis allein in Christus. Nun, in dieser Lehrstunde heute will ich etwas auf die himmlische Perspektive eingehen. Das ist das Thema, himmlische Perspektive. Mit anderen Worten, wie soll das Wissen und der Glaube an diese zukünftige Herrlichkeit unser jetziges Leben beeinflussen? Denn alles, was die Schrift uns lehrt, ist ja Nütze für unser jetziges Leben, zur Belehrung, zur Unterweisung, zur Überführung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk völlig zugerüstet. Nun, was für Menschen müssen wir sein, fragt Petrus. Was für Menschen müssen wir sein, wenn wir eine solche Hoffnung haben? Ich möchte diese Verse aus 2. Petrus lesen am Eingang. 2. Petrus 3, Vers 10 und die folgenden Verse. Wer eine Bibel hat, kann das aufschlagen. In diesem Kapitel spricht Petrus darüber, dass die jetzige Himmel und die jetzige Erde vergehen werden, dass, wenn der Herr Jesus kommt und eine neue Welt entsteht. 2. Petrus 3, Vers 10, es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb. An ihm werden die Himmel mit gewaltigem Geräusch vergehen, die Elemente aber werden im Brand aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr im Gericht erfunden werden. Da dies alles so aufgelöst wird, was für Leute müsst ihr dann sein in heiligem Wandel und Gottseligkeit?
indem er die Ankunft des Tages Gottes erwartet und beschleunigt, um dessen Willen die Himmel in Feuer geraten und aufgelöst und die Elemente im Brand zerschmelzen werden. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Deshalb, Geliebte, da ihr dies erwartet, befleißigt euch, unbefleckt und tadellos von ihm im Frieden befunden zu werden. Petrus macht hier sehr klar, dass die Lehre vom Himmel nichts Theoretisches ist, wo wir irgendwann abends drüber nachdenken und uns dran erfreuen, wie an einem schönen Film im Fernseher oder sowas, sondern dass es sehr praktische Auswirkungen hat auf unser Leben. Wenn wir diese Lehre nicht richtig verstanden haben oder wenn wir selten über den Himmel nachdenken, dann wird es Einfluss haben auf unser Leben. So wie umgekehrt auch, wenn wir oft darüber nachdenken. Es soll uns, wie Petrus mahnt, dazu führen, dass wir uns befleißigen, unbefleckt und tadellos von ihm befunden zu werden, wenn der Herr wiederkommt. Denn wir wissen aus der Schrift, der Herr kann jeden Augenblick wiederkommen. Wir sollen alle Zeit bereit sein auf die Wiederkunft des Herrn. Und ich würde mich freuen, wenn er heute wiederkäme. Sind wir alle bereit dazu? Nun, es macht sich fest an dieser Aussage des Petrus, dass wir unbefleckt und tadellos vor ihm erfunden werden. Ich möchte zwei oder drei Punkte heute erwähnen. Manches wurde auch gestern in der Fragezeit anschließend noch angesprochen. Mein erster Punkt, auf den ich noch eingehen möchte, ist, es gibt ein Gericht. Es gibt ein Gericht am Eingang zum Himmel. Und das war gestern Abend so ein bisschen ein Hin und Her, es wurde nicht ganz geklärt und wir haben gesagt, okay, heute ist sowieso Zeit für die Lehrstunde. Noch einmal auf diese Frage einzugehen, wie wird das mit Lohn sein? Wie wird das im Himmel sein? Werden wir alle irgendwo auf dem gleichen Level sein? Lass uns einige Schriftstellen dazu lesen, im Wesentlichen drei. Und es gibt natürlich viel mehr, aber ich denke, ich hoffe, ihr habt die drei gut rausgesucht. Offenbarung 20, ab Vers 11. Hier ist vom Weltgericht die Rede. Ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde entfloh. Und der Himmel und keine Stätte wurde für sie gefunden. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen vor dem Thron stehen. Und Bücher wurden aufgeschlagen und ein anderes Buch wurde aufgeschlagen, welches das des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten, die in ihm waren. Und der Tod und der Hades gaben die Toten, die in ihnen waren, und sie wurden gerichtet an jeder nach seinen Werken. Und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Dies ist der zweite Tod, der Feuersee. Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Nun, hier ist dieser große Thron am Ende der Zeit, an dem Tag, wo der Herr wiederkommt, wo er als Richter wiederkommt und das Weltgericht ausführen wird. Es ist in seine Hand gelegt und hier ist von allen Menschen die Rede, die auferstehen und vor seinem Thron erscheinen werden. Und dann wird unterschieden, es gibt Bücher, die geöffnet werden und es gibt dieses Buch des Lebens, Vers 15, das den Unterschied macht. Wenn jemand nicht in diesem Buch geschrieben steht, dann wird er in den Feuersee geworfen. Und das ist die Notwendigkeit der Bekehrung, das ist die Notwendigkeit des Glaubens an Jesus Christus. Wann stehen wir in diesem Buch geschrieben? Wir können es daran erkennen, jetzt in dieser Zeit, wenn jemand an Jesus Christus glaubt, als seinen Heiland. Wenn jemand Vergebung der Sünden hat, aus Gnaden, durch Glauben an Jesus Christus. Noch einmal, Christus allein. Hier ist der Unterschied, ob du im Buch des Lebens stehst oder nicht. Jeder Mensch in dieser Zeit wird aufgefordert, komm zu Jesus. Das ist die einzige Grundlage dafür, dass du in diesem Buch des Lebens stehst. Gut, wir machen das nicht. Wir schreiben uns nicht da rein. Wir könnten über die Lehre von der Erwählung sprechen, dass Gott von Ewigkeit her beschlossen hat, wer in dieses Buch des Lebens eingeschrieben wird. Aber jetzt in dieser Zeit ist unsere Botschaft, glaube an den Herrn Jesus Christus, tue Buße über deine Sünden, komm zu diesem Heiland, dann wirst du errettet werden. Und dann wirst du an diesem Tag bei denen sein, die im Buch des Lebens stehen. Es werden andere Bücher aufgetan, es werden viele Bücher aufgetan und es heißt in Vers 12, die Toten, die Großen und die Kleinen, die vor dem Thron stehen, sie werden
nach ihren Werken gerichtet. Am Ende. Die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. So, in einer Hinsicht ist es so, wie auch Jesus in dem Evangelium erklärt, dann werden die geschieden wie die Schafe und die Böcke, die einen werden zur Linken und die anderen zur Rechten stehen. Zu den einen wird Jesus sagen, hinfort mit euch, kenne euch nicht. Zu den anderen wird er sagen, geht ein in das Reich meines Vaters, das für euch bereitet ist, von grundlegender Welt an. Aber das ist nicht unser wirkliches Thema, das nun zu vertiefen, dieses Weltgericht, das Gericht auch über die Gottlosen. Die eigentliche Frage ist, was ist mit denen, die gläubig sind, die Hoffnung des Himmels haben. Nun, und da möchte ich noch zwei weitere Stellen lesen, wo vom Richterstuhl Christi die Rede ist. Und in diesem Kontext dann auch deutlich wird, ja, das ist der Stuhl, der Richterstuhl, vor dem tatsächlich auch die Gläubigen erscheinen werden. Römer 14 ist die eine Stelle ab Vers 7. Römer 14. Römer 14:7-12. Da lesen wir, denn keiner von uns lebt sich selbst und keiner stirbt sich selbst. Es geht um Leben und Tod. Denn sei es, dass wir leben dem Herrn. Sei es, dass wir sterben dem Herrn. Sei es nun, dass wir leben, es sei, dass wir sterben, wir sind des Herrn. Paulus spricht hier von denen, die des Herrn sind, von den Christen. Denn hierzu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er herrsche, sowohl über Tote als über Lebende. Du aber, was richtest du deinen Bruder? Darum geht es im Kontext, das Richten. Oder auch du, was verachtest du deinen Bruder? Denn wir werden alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden. Denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir wird sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird Gott bekennen. Und so weiter. Also hier ist der Richterstuhl Gottes erwähnt in einem Kontext, wo offensichtlich Paulus direkt an die Gläubigen in Rom schreibt und auch im zweiten Korintherbrief schreibt er an die Christen, dann in Korinth, 2. Korinther Kapitel 5, die Stelle, die die meisten von euch sicher auch kennen in dem Kontext, 2. Korinther, ich lese Zusammenhang Kapitel 5, Vers 6 bis 10. So sind wir nun allezeit guten Mutes und wissen, dass wir, während einheimisch im Leib, wir vom Herrn ausheimisch sind. Denn wir wandeln durch Glauben, nicht durch Schauen. Wir sind aber guten Mutes und möchten lieber ausheimisch vom Leib und einheimisch beim Herrn sein. Deshalb setzen wir auch unsere Ehre darein, ob einheimisch oder ausheimisch, ihm wohlgefällig zu sein. Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder empfange, was er durch den Leib vollbracht hat, dementsprechend, was er getan hat, es sei Gutes oder Böses. So, die zwei Stellen geben uns, glaube ich, schon sehr viel Licht darüber, über die Frage, was wird mit uns Christen sein in dem Eingang zum Himmel. Das ist also, das Gericht zieht sich nicht über die Ewigkeit hin, sondern es ist eine Sache, die am letzten Tag geschieht, wo dieser Richterstuhl aufgerichtet wird und was zum Eingang des Himmels geht. Ich bekenne, ich bin ein bisschen nervös jetzt. Und in meinem Skript habe ich einen Teil nicht hingeschrieben, den ich vielleicht jetzt doch sage und wo ich heute Nacht auch so ein bisschen geschwitzt habe im Gebet, soll ich das wirklich machen. Diese Stellen, von denen hier die Rede ist, im Allgemeinen, wenn ich mit Christen darüber rede, wird hier vom Preisgericht gesprochen. Dass dies der Richterstuhl Christi ist, vor dem wir erscheinen und wo es darum geht, den Lohn für unsere guten Werke zu empfangen. Und das ist nicht verkehrt. Und darüber will ich auch gleich noch mehr sagen. Was mich ein bisschen nervös dabei macht, ist, dass das letzte Wort hier im Vers 10 ist, es sei Gutes oder Böses. Da wird schon auch etwas über das Böse, was wir getan haben, erwähnt werden. Ich weiß nicht im Detail, wie das sein wird, nur es geht nicht nur darum, dass wir Lohn empfangen bei diesem Richterstuhl. Ich denke, dass es in diesem Kontext zu verstehen ist, auch wo es darum geht, dass Gott unsere Tränen abwischen wird. Dass Gott
dass der Herr an diesem Tag uns völlig reinwaschen wird und uns neue Kleider geben wird. Und dieses Reinwaschen, also wer heute Morgen geduscht hat, der weiß, das nimmt doch einen Augenblick in Anspruch, bis man sich reingewaschen hat. Und das ist, geistlich gesprochen, was auch vor diesem Richterstuhl Christi passiert. Wenn wir uns hier umschauen, in der Christenheit unter uns Geschwistern und Brüdern, gibt es nicht welche, wo wir ungelöste Konflikte haben? Ist die Christenheit jetzt hier auf der Erde schon so, dass wir alle weltweit, egal wo wir hinkommen, mit jedem Gotteskind in Frieden leben können? Es ist leider nicht so. Solange wir hier sind, ist die Gemeinde Jesu noch gerissen, zerspalten und so weiter. Warum? Aufgrund der Sünde. Nun, wenn es in der Gemeinde so ist, dass ein Bruder mit einem anderen, eine Schwester mit einer anderen ein Problem hat, was machen sie? Ich hoffe, sie gehen zum Pastor, zu einem der Ältesten, nachdem sie versucht haben, unter sich das zu regeln. Sie gehen zu einem der Ältesten und sagen, hör zu, wir haben einen Ältesten. Und der eine sagt, der hat mir das gemacht. Und der andere sagt, aber das ist so einer. Wenn Gott Gnade dazu gibt, wird das Gespräch doch so enden, dass jeder sagt, oh, ich sehe ein, was ich für ein Mist gebaut habe, und der andere sagt, oh, es tut mir so leid. Dass beide einsehen, wo sie dazu beigetragen haben, diesen Konflikt zu erzeugen und wo ihre Sünde im Weg stand, diesen Konflikt beizulegen. Und es wird Frieden geschehen durch die Vergebung, durch das Blut Jesu Christi. Und so stelle ich mir das vor, wie Gott, wie Christus am Richterstuhl mit unserem Bösen umgeht, mit unseren Sünden umgeht, sodass wir eingehen können in den Himmel und es ist ein für alle Mal alles in der rechten Gottesfurcht gelöst, was wir bis dahin gegen einen Bruder, gegen eine Schwester haben oder sonst an Sünden noch haben, die wir in dem Augenblick unseres Todes eigentlich mit uns nehmen. Es ist nicht so, dass wir keine Vergebung unserer Sünden haben. Wenn wir an Christus glauben, haben wir alle die Vergebung all unserer Sünden, der vergangenen und der zukünftigen. Es ist aber so, dass Dinge noch bereinigt werden müssen und ich denke, dass es an diesem Richterstuhl geschieht. Aber das andere ist ebenso richtig. Wir werden gerichtet nach unseren Werken. Nathanael hat es gestern schon erwähnt. Es werden unsere Werke erwähnt. Diese Bücher werden aufgetan. Bei den Gottlosen wird gerichtet und die Werke werden angeschaut. Gott ist gerecht. Darum geht es von einem Richterstuhl, oder? Um Gerechtigkeit. Nun, was bedeutet das für die Verdammten? Kommen sie alle in die Hölle und sind da alle gleich? Wird jemand, der ein Leben lang versucht hat, Nächstenliebe zu üben, Gutes zu tun, aber er hat nie an Gott geglaubt und geht deswegen verloren, wird er gleich gerichtet wie Adolf Hitler, der 6 Millionen Leute umgebracht hat oder noch mehr, ich weiß nicht genau wie viele, und der so viel Übel angerichtet hat? Wäre das gerecht? Sicher nicht. Gott wird in Gerechtigkeit richten. Und wie wird es aussehen mit dem Lohn, den wir empfangen, wenn wir vor dem Herrn erscheinen? Gott gibt auf unsere Werke Acht. Wird es so sein, dass Paulus die gleiche Stellung, den gleichen Lohn empfängt wie der Schächer am Kreuz, der in seiner letzten Stunde errettet wurde, aber der kein Leben geführt hat, wo er viel Lohn im Himmel ansammeln konnte? So wie der Herr Jesus sagt, sammelt Lohn im Himmel. Gott ist gerecht. Paulus wird einen Lohn, wie auch immer der aussehen wird, empfangen, der sicher anders ist als der des Schächers am Kreuz, obwohl sie beide errettet sind. Und sie werden beide einen vollen, überfließenden Freudenbecher in der Hand haben. Aber der Becher des Paulus wird größer sein. So drücken es die Puritaner aus. Ja, also keiner wird einen Mangel an Glückseligkeit empfinden, keiner wird neidisch sein auf den anderen, wie das hier auf der Welt so vorkommt, wenn am Ende des Monats oder am Anfang des Monats jemand in die Lohntüte guckt und er sieht beim anderen, die ist viel dicker, der hat die Tausenderscheine und ich habe von ein paar Zehner. Ja, hier gibt es noch Neid und Missgunst und all diese Dinge, aber dort werden wir glückselig sein und ohne sündige Gefühle werden wir uns daran freuen, wie andere in Herrlichkeit glänzen. Und wir werden glückselig, zufrieden und dankbar sein über den Lohn, den der Herr uns zugemessen hat, weil wir wissen,
Es ist so viel mehr, als wir verdienen. Und alle unsere Werke haben wir ja doch nur durch Christus vollbracht. Gott belohnt uns für Dinge, die wir nur durch ihn vollbracht haben. Sollen wir uns da beschweren? Es wird unmöglich sein in unseren Augen. Gott hat auf alle unsere Werke Acht. Markus 9, Vers 41 sagt der Herr Jesus, denn wer euch einen Becher Wasser zu trinken geben wird, aufgrund dessen, dass ihr Christus angehört, wahrlich, ich sage euch, er wird seinen Lohn gewiss nicht verlieren. Und dieser Becher Wasser ist hier sicherlich nicht wörtlich gemeint, sondern er ist ein Bild dafür, auch nur das kleinste Gute, was ein Mensch tut. Gott bemerkt es, er schreibt es in sein Buch. Wenn ich das Bild übernehme, 27. Oktober 2016, so und so hat dem und dem um Christi willen ein Becher Wasser gegeben. Das wird dann vorgelesen. Vom Richterstuhl geht es ja nicht nur um Verurteilung, es geht um Gerechtigkeit, sodass auch der Lohn in gerechter Weise erteilt wird. Und das ist, was Jesus hier sagt. Braucht euch keine Angst machen drum, dass Jesus das nicht sieht, wenn ihr was Gutes tut. Hier ist das doch noch ein Thema, oder? Wie viel Gutes hast du schon gemacht und die anderen haben es nicht gemerkt? Ist das nicht ärgerlich? Ja? Wie oft hast du schon deine unter den Betten geputzt und keiner hat es je dahin geguckt? Du hast es für den Herrn gemacht. Und das sagt Jesus, dass aufgrund dessen, dass ihr Christus angehört, ja? Du putzt auch unter den Betten und unter dem Teppich. Christus schaut unter das Bett und unter den Teppich. Gott, der alles sieht, annotiert jedes Werk, das wir tun, in seinen Büchern. Und darüber hat Jesus ja auch Gleichnisse gemacht, einige, mehrere. Zum Beispiel das von den anvertrauten Pfunden gehört in diesem Kontext, Lukas 19, Vers 16, ab Vers 16, wo, das ist in dem ganzen Gleichnis, ich lese das nicht alles, wo dieser reiche Mann 10 Knechten, jedem ein Pfund anvertraut. Ja, es gibt unterschiedliche Gleichnisse. Manchmal sind es 3 Knechte. Der eine kriegt 1, der andere 2, der andere 10. Aber hier 10, sie kriegen alle das Gleiche. Und der erste kommt dann am Tag der Abrechnung und sagt, Herr, dein Pfund hat 10 Pfunde hinzugewonnen. Und der Herr sprach zu ihm recht so, du guter Knecht, weil du im Geringsten treu warst, sollst du Vollmacht haben über 10 Städte. Vers 18, und der zweite kam und sagte, Herr, dein Pfund hat 5 Pfund eingetragen. Er sprach auch zu diesem, und du sei über 5 Städte. Und dann kommt noch der letzte. Aber schon allein die ersten beiden machen deutlich, der Herr belohnt gerecht. Sie haben alle 1 Pfund bekommen und diese Knechte erkennen an, es ist das Pfund des Herrn. Herr, dein Pfund hat 10 Pfunde hinzugewonnen. Ja, wir werden anerkennen, Herr, es ist doch alles von dir, was wir gewirkt haben. Alle unsere Werke hast du selbst vollbracht. Es ist ja nur deine Gnade, dass wir etwas Gutes tun konnten. Aber das ist daraus entstanden und das wird in diesen Büchern stehen. Und entsprechend wird er uns belohnen. Ich weiß nicht, wie das dann wörtlich aussieht mit den 10 Städten und mit den 5 Städten. Will ich auch nicht ausführen jetzt, aber das Maß ist den Werken angemessen. Und das widerspricht der Ansicht, die ich auch unter Christen gehört habe, dass im Himmel alle gleich sein werden. Hauptsache gerettet, dann bist du im Himmel und dann sind wir doch alle gleich. Ich habe auch schon gehört, hier auf der Erde sind alle Christen gleich. Und ich habe das meistens aus dem Mund von einem Lumpen gehört, komischerweise. Aus einem, der es mit der Heiligung nicht ganz so ernst genommen hat, dem liegt es irgendwie auf der Seele, sein Gewissen zu beruhigen, aber ja, wir sind alle errettet und vor dem Herrn sind wir alle gleich. Und dann kannst du auch noch die entsprechenden Bibelstellen hören, oder? Da ist weder Jude noch Grieche und weder Güte noch Sklave oder Freie und so weiter. Ja, die Bibelverse kennen sie dann. Dass die im falschen Kontext steht, stört sie dann auch nicht. Aber es gibt so viele Bibelstellen, die uns zeigen, nein, im Himmel und auch in der Hölle sind nicht alle gleich, weil Gott gerecht ist. Er hat uns ja schon unterschiedlich geschaffen. Sind wir alle gleich intelligent oder gleich stark? Oder haben wir alle die gleichen Gaben? Nein. Es kommt alles von Gott und er ist gerecht. Der Himmel ist keine Sozialstation, in der jeder das Gleiche bekommt, egal wie er gelebt hat.
Viele Schriftstellen belegen das. 2. Johannes 8, nur noch eine Auswahl von Schriftstellen. 2. Johannes 8 schreibt der Apostel an die Gläubigen: Seht auf euch selbst, damit ihr nicht verliert, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangt. Das ist eine Ermahnung an uns Christen. Es ist möglich, du kannst deinen Lohn verlieren. Du kannst deinen Lohn verlieren. Seht auf euch selbst, pass auf, schreibt Johannes. Es ist nicht egal, wie du lebst. Wenn Gott dir in deinem Leben durch seine Vorsehung dich auf den Weg führt von Jerusalem nach Jericho und da liegt ein Halbtoter, du kannst vorbeigehen oder du kannst dich über ihn erbarmen wie der Samariter. Deine Entscheidung, du kannst deinen Lohn verlieren, wenn du vorbeigehst. Und dann ist es egal, ob du Priester oder Levit oder sonst wie fromm bist. Geh nicht vorbei. Gott schenkt jedem von uns in seiner Vorsehung so viele Gelegenheiten, Gutes zu tun. Einfach Gutes zu tun, wie dieser Samariter an seinem Nächsten getan hat, das Evangelium zu bezeugen, aber auch auf der untersten Ebene einfach Gutes zu tun. Tu es. Nimm jede Gelegenheit wahr, schreibt Johannes, damit du deinen Lohn voll empfängst. Und an anderer Stelle, ich glaube, ich lese es gleich noch, wo es darum geht, dass die Priester und die Leviten und die Schriftgelehrten, dass sie immer die ersten Plätze haben wollten, ja? Jesus sagt, sie haben ihren Lohn dahin. Du kannst deinen Lohn verlieren. Eine Ermahnung. Es gibt einen Richterstuhl, an dem Christus beurteilen wird, welchen Lohn du empfängst. Offenbarung 11, Vers 18. Die Nationen sind zornig gewesen und dein Zorn ist gekommen, beten die Seelen, und die Zeit der Toten, dass sie gerichtet werden, und dass du den Lohn gibst deinen Knechten, den Propheten und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und den Großen, und dass du die verdirbst, die die Erde verderben. Ja? Aber Gott gibt den Lohn den Kleinen und den Großen. Gibt es hier Kleine? Hallo? Gibt es hier Kleine? Gibt es hier Große? Wer ist denn der Größte? Markus, wo bist du? Egal, ob du klein bist, kleine Kinder können Gutes tun. Kleine Kinder können beten. Kleine Kinder können ihren noch kleineren Geschwistern Gutes tun, können ihren Eltern Gutes tun, indem sie helfen, indem sie gehorsam sind, indem sie eine Zierde für den Haushalt sind. Gott sieht es. Gott gibt euch seinen Lohn. Gott freut sich daran. Denkt daran. Ist nicht unwichtig, wenn man klein ist. Jeder Tag deines Lebens zählt und es ist nie zu früh, damit anzufangen, einen Lohn für den Himmel anzusammeln. Du wirst nicht zu viel dort haben. Offenbarung 22, Vers 12, siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um jedem zu vergelten, wie sein Werk ist. Ja, er schaut die Werke an von uns Gläubigen. Hier geht es um den Lohn, dass er uns belohnen möchte. Er ist ein guter Vater und ein guter Vater gibt gern seinem Kind Lohn. Am Ende des Tages oder der Woche sagt er, ja, hast du dein Taschengeld, Mensch, wie du deine Hausaufgaben gemacht hast, das war klasse. Und wie du das Geschirr gespült hast jeden Tag für die Mama, das war großartig. Und wie du dein Zimmer in Ordnung gehalten hast, da freut sich der Vater. Der Herr kommt und sein Lohn mit ihm. Es ist eine schwere Aufgabe für den Vater zu sagen, ach, hier hast du dein Taschengeld, aber... Das mit den Hausaufgaben, das war ganz schön schlecht. Ein Mathelehrer hat mich wieder angerufen und wenn ich in dein Zimmer sehe, da wird mir schlecht und so weiter. Ja? Gott ist ein guter Vater. Er möchte, dass wir Gutes tun aus Dankbarkeit und er freut sich, uns Lohn zu geben. Sammel dir einen Schatz im Himmel. Nimm dir ein Beispiel an den Gottlosen, was die alles tun, um ein bisschen Blech zu kriegen. Ja? Ein Porsche. Wenn ein Elefant drauftritt, ist er platt. Was ist denn das für ein Lohn? Was ist denn das für ein Schatz? Ja? Oder so ein Stückchen Gold oder sowas, was du in den Tresor legen kannst und dann kannst du es abputzen und vielleicht noch ein Selfie damit machen mit deinem Goldbarren. Das hängst du an die Wand und bist glücklich. Was ist das für ein Schatz? Aber wie hart arbeiten die für solche vergänglichen Dinge? Ein Schatz, der rostet und den die Diebe stehlen können und dann sitzen sie da und heulen. Wie heißt das Lied? An der Ecke hat's gekracht. Manche kennen das Lied.
Und dann ist das Blech verbeult. Ich kann das nicht so auswendig. Wer es kennen will, kann Tim fragen. Das heilige Blechle, wie die Schwaben sagen, wenn das verboten ist, daran hängt das ganze Glück, wenn das verboten ist. Wie viel Mühe geben die sich, wie hart arbeiten die, um sowas Vergängliches zu kriegen und wie nachlässig sind wir oft im Blick auf einen himmlischen, unvergänglichen Lohn. Schämen sollten wir uns. Wir wollen uns ermahnen lassen vom Wort Gottes und wirklich jeden Tag sorgfältig benutzen, diesem himmlischen Lohn nachzugehen und auch den irdischen Mammon benutzen, um Freunde zu gewinnen, um Menschen zu gewinnen für den Himmel und dass wir Werke tun, die den Herrn ehren. Jage der Heiligung mit ganzer Kraft nach, mit allem Ernst. Tu Gutes, ohne Rücksicht darauf, ob die anderen sehen oder nicht, ob sie dich loben oder nicht. Ja, hier ist die Stelle, Matthäus 6. Lese ich bloß noch kurz. Habt Acht auf eure Gerechtigkeit, dass ihr sie nicht vor den Menschen übt, um von ihnen gesehen zu werden. Sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater, der in den Himmel ist. Jesus spricht hier eine Möglichkeit an, seinen Lohn zu verlieren. Du tust Gutes. Du arbeitest. Du tust was für den Herrn. Und dann irgendwie sagst du, komm mal alle, guck mal, was ich gemacht habe. Ja, du hast keinen Lohn, sagt Jesus. Lasst uns glücklich und zufrieden damit sein, dass wir Gutes für den Herrn tun können. Und wenn es keiner sieht, ist es umso besser. Es ist umso besser, du bist nicht in Versuchung geführt, stolz zu werden und dir was darauf einzubilden, dass du es bist. Warum hast du keinen Lohn? Weil du es letztlich für das Lob von Menschen getan hast und nicht für den Herrn. Und die beiden passen nicht zusammen. Und er sagt dann, er spricht dann von den Heuchlern. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du nicht vor dir herposaunen lassen, wie die Heuchler tun und so weiter. Benimm dich nicht wie ein Heuchler, das passt nicht zu einem Gotteskind. Die Heuchler haben ein großes Ziel, sie wollen vor den anderen größer erscheinen, als sie sind. Sei demütig, sei zufrieden, dass allein dein Vater im Himmel um deine verborgenen guten Werke weiß. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dich belohnen. Ich will euch nicht zu stark beanspruchen. Eure Aufmerksamkeit, das war mein erster Punkt. Es kommt, weil du auf die Bank gegangen bist. Hast du nicht darüber gesprochen? Worüber? Das Pfund, was auf die Bank gelegt wird. Was hat er da gekriegt? Ich habe den Prozentsatz. Der Böse. Das kommt in der nächsten Konferenz, wenn wir über die Hölle sprechen, okay? Genug zum Lohn. Wir haben eine Hoffnung auf Reinheit, ist mein zweiter Punkt. Die Reinheit, weil das in dem Kontext auch der Schriftstelle von Petrus so wichtig ist. Die Reinheit, die Heiligkeit. Und Johannes spricht auch das an. Ich habe die Schriftstelle gestern gelesen, nochmal im Kontext 1. Johannes, Kapitel 3, Vers 1. Bis 3, seht, welch eine Liebe uns der Vater erwiesen hat, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Und wir sind es auch. Darum kennt uns die Welt nicht, denn sie kennt ihn nicht. Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Darüber haben wir gestern ausführlich gesprochen. Wir werden Christus gleich sein. Und dann Vers 3, ein jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich selbst, wie Christus rein ist. Der Himmel ist kein Platz für Unreinheit. Gott ist zu rein, um Unreines anzuschauen, sagt der Prophet Habakuk. Es wird kein Unreiner im Himmel sein. Du kannst nur in den Himmel kommen, wenn du rein gemacht bist durch das Blut des Lammes. Allein durch Christus kannst du in den Himmel kommen. Sonst gibt es keinen anderen Weg. Auch keinen Umweg über ein Fegefeuer oder was sonst noch für Lehren in der Welt sind. Die Leute, die bei Leuten das Gewissen abtöten sollen, damit sie jetzt ein Leben in Unreinheit führen können. Im Himmel werden wir dem Herrn gleich sein. Sündlos, gerecht, heilig. Nur die makellose Gerechtigkeit Gottes hat im Himmel Bestand
Und genau diese makellose Gerechtigkeit Gottes hat Christus für uns am Kreuz erworben, indem er seinen Leib und sein Blut für uns gab. Und darum können nur solche in den Himmel kommen, die gereinigt sind durch das Blut des Lammes und die weiße Kleider der Gerechtigkeit tragen, die ihnen das Lamm Gottes schenkt. Und Johannes argumentiert nun deswegen, weil wir das wissen, dass wir ihm gleich sein werden. Deswegen, jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich, wie auch jener rein ist. Und wenn ihr das lest, fällt euch auf, das ist keine Aufforderung. An der Stelle sagt er nicht, deswegen reinigt euch, sondern er sagt, jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich. Es ist einfach nur eine Feststellung. Das ist ein Merkmal eines echten Gotteskindes. Das ist die Frucht eines guten Baumes. Das ist das Wirken von echter Gnade im Herzen eines Gotteskindes. Wenn du Jesus Christus erkannt hast als deinen Erlöser, dann gibt es in deinem Herzen plötzlich diesen unausweichlichen Wunsch, aus Liebe zu diesem Heiland dich zu reinigen von jeder Befleckung, von jeder Sünde. Du fängst an, die Sünde umso mehr zu hassen, je mehr du deinen Heiland liebst. Und du fühlst nicht mehr den Druck des Gesetzes wie vorher, ich muss, ich muss, ich muss. Du fühlst in dir, ich will, ich will, ich will deine guten Gebote halten. Ich will dir wohlgefällig sein, mein Herr und mein Gott. Eine Feststellung, ein Merkmal eines Gotteskindes. Ja, Petrus formuliert es von der anderen Seite, ich habe es gelesen vorhin, 2. Petrus 3, Vers 14. Deshalb, Geliebte, da ihr dies erwartet, befleißigt euch, unbefleckt und tadellos vor ihm zu sein, vor ihm in Frieden gefunden zu werden. Und darum ist das wichtig, dass wir über dieses Thema des Himmels sprechen. Vergiss nicht, dass du ein Kind des Höchsten bist. Vergiss nicht, wozu du berufen bist, zu einem Erbe im Himmel, wo jede Unreinheit und jede Befleckung ausgeschlossen ist. An den Himmel zu denken, an den reinen Jesus zu denken, das motiviert uns und treibt uns dazu an, jede Unreinheit zu lassen, aus Vergebung zu leben und uns Tag für Tag mehr zu reinigen, so wie Christus rein ist. Ja, solange wir hier leben, wir beflecken jeden Tag unsere Kleider, wir beflecken uns immer wieder mit Sünde. Aber wir müssen aus Vergebung leben und auch dafür ist das Blut Christi geflossen. Wir müssen Tag für Tag im beständigen Kampf gegen die Unreinheit der Sünde leben, indem wir auch aus der Vergebung leben. Und in Offenbarung 22, 14 am Ende lesen wir, glückselig, die ihre Kleider waschen, damit sie ein Anrecht am Baum des Lebens haben und durch die Tore in die Stadt hineingehen. Draußen sind die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und tut, sind draußen. Himmel ist kein einziger, der lügt, kein Unreiner, kein Zauberer, kein Unzüchtiger. Glückselig, die ihre Kleider waschen. Jetzt ist noch Zeit, zu Christus zu kommen, deine Kleider zu waschen. Und für uns, die wir gläubig sind und an dieses Blut glauben, Tag für Tag, dass wir unsere Kleider waschen, dem Herrn danken für die große Erlösung und die Liebe, die Sünde hassen in jeder Hinsicht. Wenn wir diese Hoffnung haben, dann werden wir uns um dieses reine Leben bemühen und das wird uns auch in Zeiten der Trübsal und der Leiden stärken, sodass wir da ausharren können. Die Hoffnung auf den Himmel, sie stärkt uns und gibt uns Ausharren in Zeiten von Trübsal, Leiden, Verfolgung, Anfechtungen jeder Art. Auch in Zeiten, wo die Sünde uns zu überwältigen scheint. Wir werden rein sein, wie er ist. Und darum gibt Gott heute schon Gnade dazu. Darum kann ich Gott, von Gott heute schon erwarten, dass er mir hilft, heute ein reines Leben zu führen, wie er rein ist. Lasst uns darum ringen. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Die Hoffnung auf den Himmel bewegt uns dazu, jetzt auszuharren und nach einem reinen Leben zu trachten.
ja, nur das als letzten Punkt. Die Freude auf den Himmel. Die Freude auf den Himmel soll uns zur Heiligung motivieren und in Trübsal stärken. Und abschließend noch zwei, drei Worte. Auch im Zusammenhang von dieser Perspektive auf den Himmel, weil das, ich füge das an, weil gestern noch die, eine der Fragen war, werden wir dann noch die Bibel haben? Wird die Bibel noch nötig sein? Jemand meint, ja, Christus ist das Wort und dann brauchen wir keine Bibel mehr. Das hat mich schon stark bewegt, weil ich dachte, gut, wir haben die neue Schöpfung, wir haben die neue Erde, wir haben all die Herrlichkeit einer vollkommenen Welt, voll mit Bergen und Seen und keine Umweltprobleme und nirgendwo ein Terrorist oder ein Verbrecher. Nimm mir das alles weg, aber bitte lass mir meine Bibel. Wenn ich die Wahl habe, du kannst jetzt die nächsten 1000 Jahre mit einem vollkommenen Leib und einer reinen Seele all das genießen, was man sich vorstellen kann in einer vollkommenen Schöpfung mit Freizeitparks und Bergen und Seen und endlich mal Naturparks genießen oder einfach nur mit meiner Bibel in einem stillen Kämmerlein sitzen und dieses Wort lesen und mich daran erfreuen, ich weiß genau, was ich wählen soll. Ich weiß, was ich wählen werde. Und ich weiß auch, wenn du zwei hast, wovon der eine das eine wählt und der andere das andere und sie treffen sich nach den 1000 Jahren und sie reden miteinander, wie toll das war. Ich weiß genau, wer näher beim Herrn war und wer mehr Freude im Herrn erfahren hat. Petrus schreibt im 1. Petrusbrief, ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichem. Durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Wodurch kommen wir überhaupt zu Christus? Durch das Wort Gottes. Wodurch werden wir wiedergeboren? Durch das Wort Gottes. Wodurch wachsen wir in der Heiligung? Durch das Wort Gottes. Wodurch wachsen wir in der Erkenntnis des Herrn? Durch das Wort Gottes. Alles Fleisch ist wie Gras und alles seine Herrlichkeit wie des Grases Blume. Das Gras ist verdorrt, die Blume ist abgefallen, aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Und das ist das Wort, das euch als Evangelium verkündigt worden ist. Brauchen wir das Evangelium nicht mehr im Himmel? Wie werden wir den Herrn loben? Worüber werden wir singen? Was wird der Inhalt unserer Lieder sein, wenn wir das sagen, okay, das Evangelium brauchen wir nicht mehr? Was werden wir singen, wenn wir die Psalmen nicht mehr haben oder die anderen Loblieder der Bibel? Und das war ein Zitat, was Petrus hier bringt aus Jesaja 40. Man kann es da nachlesen, schon der Prophet Jesaja spricht darüber. Alles Fleisch ist wie Gras, es vergeht, aber das Wort des Herrn bleibt. Und wir haben einen Psalm, und vielleicht kommt Alexander da noch dazu, über diese Verse zu predigen. Psalm 119, Vers 89. In Ewigkeit, Herr, steht dein Wort fest im Himmel. Darüber muss man mal nachdenken. In Ewigkeit, Herr, steht dein Wort fest im Himmel. Ja, der Herr Jesus Christus, es heißt, er ist das fleischgewordene Wort. Aber es geht hier offensichtlich nicht darum, sondern um das Wort, in dem Gott sich an uns geoffenbart hat, in dem Gott sich gezeigt hat und wo wir, dass das Mittel ist, damit wir in der Erkenntnis Christi und Gottes wachsen. Vers 98, dein Gebot macht mich weiser als meine Feinde, denn ewig ist es mein. Niemand wird mir meine Bibel nehmen. Ewig ist sie mein. Hölle, Tod und Teufel. Alle in den Feuersee. Jeder, der mir meine Bibel streitig macht. Vers 111. Deine Zeugnisse sind mein Erbe für ewig, denn die Freude meines Herzens sind sie. Wenn ihr euch jetzt mal fragt, was waren die glückseligsten Momente meines Lebens bis hierher? Wo ich das tiefste Glück auf dieser Erde erfahren habe. Und da fallen uns vieles ein und vielleicht ist es Bergsteigen und Wandern, vielleicht ist es Skifahren oder Abenteuer pur, vielleicht sind es die glücklichsten Momente mit einem Ehepartner und das sind alles keine kleinen Dinge, aber warst du schon mal mit deiner Bibel allein still vor dem Herrn und hast gebetet? Und keiner war da außer dir und dem Herrn und hast dann erfahren,
jetzt ist es wie ein offener Himmel. Gut, es ist nicht wie bei Stephanus, dass ich tatsächlich mit diesen Augen Gott sehe, aber ich habe jetzt im Nachdenken über die Schrift, im stillen Gebet eine Gemeinschaft mit Gott, die alle Herrlichkeit des Kosmos überstrahlt. Und jetzt kannst du mir wirklich alles andere wegnehmen, aber solche Momente möchte ich nicht missen. Und sie sind sehr kurz auf dieser Welt. Sie sind nur, bei mir ist das, sie sind sehr kurz auf dieser Welt und es ist nicht jeden Tag, dass ich solche tiefe Gemeinschaft habe, aber ich wünsche mir solche Momente mehr und das ist himmlische Herrlichkeit. Wir erfahren da einen Moment der himmlischen Herrlichkeit. Wodurch? Weil wir uns ins Wort versenken, weil wir darüber nachdenken, weil wir uns am Wort freuen. Und weil wir dann etwas empfinden, was David schreibt in Psalm 119, Vers 72, lieber ist mir dein Wort als tausende von Gold- und Silberstücken. Lass den anderen den Plunder. Ich will dein Wort. Und das Wort ist das Mittel der Kommunikation. Wo ist eine Beziehung, die etwas wert ist, wenn man nicht miteinander Worte austauscht und ein tiefes, inniges Gespräch hat und Verständnis? Und ja, ich weiß, die Charismatiker und Pfingste, die erzählen uns, ich habe Visionen und Träume und so weiter. Ich habe das Wort, das ich aufschlagen kann und dass das Mittel ist. Und all das andere hilft mir nicht. Ich werde in Ewigkeit das Wort studieren. Und ich weiß nicht genau, wie das so sein wird mit den Sprachen. Wir haben jetzt ein paar Mal zu Hause auch am Tisch öfter darüber diskutiert, werden wir alle eine Sprache haben im Himmel oder werden wir unterschiedliche Sprachen haben. Aber wenn das so ungefähr ist, wie ich mir vorstelle, dann werde ich gleich, nachdem ich die notwendigsten Dinge erledigt habe, auf der anderen Seite anfangen, Griechisch und Hebräisch zu lernen und die Bibel auswendig zu lernen, von vorne bis hinten in den Ursprachen und werde das ordentlich studieren und dann eines Tages werde ich zu meiner Frau sagen, komm, Schatz, zur Hochzeit haben wir verschiedene Bibelverse gekriegt und einer meiner Freunde, der mich gut kannte und wusste, welchen Bibelvers ich lieb, hat hingeschrieben, 1. Mose 1 bis Offenbarung 22. Damit hat er es genau auf den Nagel getroffen und dann sage ich, bei unserer Hochzeit haben wir den Vers gekriegt, den sage ich dir jetzt vor. Wir haben gerade mal Zeit. Und ich weiß, sie wird dann auch vollkommen die Geduld haben, sich das anzuhören. Sie ist jetzt schon viel geduldiger als ich in all diesen Dingen, aber auf solche Dinge freue ich mich dann. Gut, ich weiß nicht, das will ich nicht so dogmatisch jetzt sagen, aber so empfinde ich im Augenblick. Das ist etwas, worauf ich mich freue. Und ich werde vor dem Herrn sein und werde singen, das, was aus diesem Wort, von dem kein Jota jemals vergeht, kein Buchstabe. Ich werde den Herrn anbeten mit diesen Worten, Psalm 119, Vers 111. Deine Zeugnisse sind mein Erbe für ewig, denn die Freude meines Herzens sind sie. Ich möchte hier abschließen.